Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich heiße Sie hiermit recht herzlich willkommen zu Folge Nummer 15 meines kleinen Let's Plays. Voldemorts 3 Remix. So, es sind jetzt, sage und schreibe, 2 Tage vergangen, die ich nicht aufgenommen habe. Eigentlich 3. Habe ich Sonntag aufgenommen? Nee, ich glaube nicht. Sonntag auch nicht. Nee, Sonntag nicht. Sonntag nicht. Nee. Also sind es 3 Tage, die ich nicht aufgenommen habe. Ich habe aber in der Zwischenzeit immer so ein bisschen gespielt. Unter anderem habe ich das fertig gebaut. Es ging eigentlich ganz einfach. Ich weiß gar nicht, habe ich das schon erzählt? Ich bin gerade voll raus. 3 Tage nicht aufgenommen und schon bist du voll raus. Man geht einfach, wenn man die Schematik anhat, geht man hier in den Printer. Ups. Hier unten macht man den Printer an, dann läuft man in die Nähe und was man im Inventar hat, wird dann automatisch dahin gesetzt, wo es hingehört. So, das zu dem Thema. Ich habe allerdings die Mana-Produktion schon angeschmissen. Hier unten, wartet mal, ich mache mal mein Jetpack aus. Hier unten sind insgesamt jetzt 20 Ando-Flames. Die übrigens als Floating, deswegen auch nur 20, weil ich habe keinen Bock noch mehr zu bauen. Dazu muss ich erst noch ein paar mehr normale Pflanzen bauen und weiter und so fort. Dann kommt auch hier vorne wieder dazu. Hier zwischen sind diese Solignolias, dass ich hier nicht mein Inventar zuspamme, wenn ich hier zwischendurch rumlaufe. Und es ist genau das aufgetreten, was ich gedacht habe. Ich habe jetzt, wartet mal, ich gehe mal nach oben wieder. Ich habe jetzt hier die AOF-Tools-Dinger, die haben meine, oh, warte mal, mal Inventar machen. Die haben meinen kompletten, zu dem Zeitpunkt meinen kompletten Enderperl-Vorrat aufgefressen. Diese 8 Dinger plus hier der Transceiver. Ich habe hier den Comparator auf Subtract. Und sofern hier ein bisschen Mana drinne liegt, lang genug, also die beiden Blaster schaffen das eigentlich ganz gut weg. Sofern hier ein bisschen Mana drinne liegt, gibt es ein Redstone-Signal, was den Transmitter auslöst und sofort hier oben die Zuführung stoppt. Währenddessen gestoppt ist, ist jetzt das Problem, dass sich hier alles auffüllt. Und wenn das dann wieder angeht, gibt es hier einen riesen Tohuwabohu. Mir ist es im Grunde genommen egal. Da liegen da ein bisschen was rum, weil die Stäbe verbrennen recht schnell, die Planken auch. Es ist ein recht schneller Durchlauf. Ich weiß nicht, ob alles mitgemacht wird oder nicht, ist mir aber auch relativ. Aber das liegt dann halt hier oben rum. Ist ein bisschen unsauber, aber vielleicht habt ihr eine bessere Lösung, ohne hier noch irgendwelche Kabel ziehen zu müssen. Ich weiß es nicht. Man könnte das vielleicht machen mit einer mit einer Vakuum-Chest oder sowas, oder ein Vakuum-Hopper, den man hier oben noch mit ranbaut, der dann hier unten alles aufsammelt oder sowas. Möglichkeit, also wenn ihr eine weitere Möglichkeit findet, sagt mir Bescheid. Ich werde versuchen, das umzusetzen. Hier seht ihr dann das, was rausgekommen ist. Ich hatte das Problem, ich hatte zuerst hier 3 Mana-Spreader dran. Da ist mir allerdings aufgefallen, dass sie irgendwann zwischendurch aussteigen. Die hören einfach auf zu arbeiten, beim Server, Neustart, whatever. Ich habe das jetzt so gemacht, dass diese von hier nach hier schießen, also hier in den Splitter rein, und dann von hier jeweils ein Mana-Spreader hier unten reingeht. Unten die Pools sind voll. Ich habe drüben die anderen Pools, also die andere Mana-Produktionsecke, die habe ich abgebaut. Die ist komplett weg, bis auf den Petal Apothecary. Ist komplett weg. Das liegt jetzt, also das Mana habe ich nicht verschwendet. Weil das waren ja 4 volle Mana-Pools. Die habe ich in Form von Ed Botania. Von 7 vollen Mana-Tablets habe ich die jetzt hier im System liegen. Wie gesagt, ich muss zwischendurch nochmal los, ein paar Blümchen farmen. Besonders rare. Obwohl, ich habe eigentlich alle. Ich müsste die auch züchten können, muss ich mal gucken. Weil man braucht zwischendurch für die Glimmering Flowers braucht man doch noch die normalen Blumen. Ich habe erst gedacht, so ja, braucht man ja sowieso nur die Petals für. Und das Ding backt übrigens rum. Ne? Das ist zwischendurch, ist das, hört das auf zu arbeiten. So, wir gehen mal kurz schlafen. Und dann geht's heute los mit dem Applied Energistics System, was ich schon mal angekündigt habe. Weil wir umsteigen müssen. Ich habe es jetzt auch wirklich beobachtet, jedes Mal nach einem Neustart verliert
der External Storage hier unten, die Connection zum, zum Controller. Für das Applied Energistics System habe ich hier schon mal zwei Dinge aufgebaut. Einmal den Energy Acceptor und die Crystal Growth Chamber. Für beides braucht man keine. Ich wiederhole, keine. Na, kommen wir nochmal mit. Keine Prozessoren. Ich habe noch keine Prozessoren gebaut, nur damit ihr nicht rumfluchen könnt. Ich habe die Crystal Growth Chamber auch nur gebaut, weil ich Certus, also die Pure Certus Quad Seed gebaut habe. So, ihr produziert nochmal ein bisschen Silikon, das ist okay. Wie viel habe ich da noch drin? 15 Stacks, das sollte erstmal reichen. Hier habe ich jetzt 6 Stacks. Ich habe zwischendurch mal die Mining-Welt resettet. Ich habe da so meinen Spot, da ist ein kleines Dorf und da gehe ich dann immer minern und das habe ich schon bis auf ein paar Layer zwischen, ich glaube, 20 und 35 habe ich das komplett ausgehöhlt gehabt auf 4 Chunks. Dementsprechend sind auch meine Rohstoffe. Hier sind jetzt, ich müsste jetzt, glaube ich, überall die Void-Upgrades drin haben. Hier oben haben wir noch nicht gebraucht. Ja, wir fangen jetzt an mit der Applied Energistics. Hallo? Mal Großschreibung ausmachen. Sieht besser aus. Applied Energistics. Dazu brauchen wir jetzt noch die hier. Die Inscriber. Und die habe ich halt gebaut. Ne, dafür brauchen wir jetzt dummerweise Sticky Pistons. Aber das Wichtige ist halt, was wir daraus machen können. Und zwar die Advanced Inscriber. Und dafür brauchen wir gleich Engineering-Prozessoren. Und dann geht das alles viel schöner. Also, wir brauchen Sticky Pisten. Ich weiß gar nicht, wo ich Pisten habe. Für jeden 2. Einmal Eisen, Gold, Dia, Pure. Nee. Gold, Dia, Pure, Silikon und zum Zusammenbauen. Das heißt, ich müsste genug Fluix haben eigentlich. 1. Ich lege die mal so rein. 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt nehmen wir uns ein bisschen Silikon. Wir brauchen... Wie viel brauchen wir pro? Ich glaube 2 waren das, ne? Hups. Usage, ja, 2 Engineering-Prozessoren und Engineering-Prozessoren sind Printed Engineering, was Industrial, was Diamonds sind, okay. Das heißt, wir brauchen 10 Stück, also 10 Dias. Jetzt, ich sollte vielleicht Dia eingeben und nicht 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 mal Silikon. Dafür brauchen wir natürlich auch die. Dann die Engineering brauchen wir auch noch. Engineering. Und 10 mal Redstone. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, Cable brauchen wir noch. Ich habe keine Cable. Add Applied. Doch, ich habe sogar schon Cable. ME Glaze Cable Fluix. Die reichen mir. Die reichen mir. So, dann haben wir hinten den Energy Acceptor irgendwo rumstehen. Den ich auch irgendwie, eigentlich müsste ich den woanders hinsetzen. Ne? Der ist hier übrigens gedoppelt. Das ist nicht schön. Ach, ein Controller. Ich habe schon einen Controller gebaut. Wo habe ich denn den Controller hier? Hä? Hab ich denn den? Ach, das ist der Refine Controller. Ich bin gerade voll verwirrt. Ich wollte gerade sagen, hä, wer hat hier auf meinem Server gespielt? So, wie machen wir das denn am blödesten? Nein, wir machen das mal so. Wir brauchen hier Saft. Ich finde übrigens, die Kabel immer noch, sehen immer noch schön aus.
So und so. Dann machen wir so und so. So und so. Und da müsst ihr jetzt leider durch. Das machen wir jetzt zusammen. So. 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 Müsste ja auch fast durch sein. Das machen wir jetzt zusammen. Wir bauen die gleich fix zusammen auf. Und ich versuche die heute auch schon zu automatisieren. Ich muss mal gucken, ob ich das hinkriege. Also zumindest für mich zu automatisieren, dass ich dann inzwischen den beiden Folgen, es wird wahrscheinlich 2 Folgen lang werden, das Projekt, dass ich zwischen den Folgen mal ein paar, oder in einem Cut, ich mache, ich weiß es noch nicht genau, dass wir ein paar Dinger bauen können. Dass ich ein paar, Prozessoren vorbereiten kann für weitere Schritte. Muss ich mal gucken, ob ich das heute schaffe. Am besten wäre es, ich schaffe heute zumindest den ersten Teil. Und dann morgen, wenn der Server über Nacht genug Prozessoren produzieren kann, den zweiten Teil. Das wäre natürlich optimal. So. Wäre vielleicht einfacher gegangen, 2 zu machen, dann fertig zu machen und dann, aber so geht's auch. So, das waren die. Das waren die. Und das bauen wir jetzt hier noch schön zusammen. Zack. Nein, nicht die. Die und die. So. Weil ich habe nämlich, als ich unterwegs war, habe ich schon wieder ein paar Teile gefunden, die mir sehr gut gefallen. Also ich habe wieder Pulsating Iron gefunden in 1 oder 2 Schmiedekisten. Das heißt, wir können schön Ender-IO-Conduits bauen. Die machen das Ganze ein bisschen einfacher. Ich bin immer noch überlegen, wie ich das oben mit dem mit Botania löse. Das Problem. Dass dann da die ganzen, die halben Stacks in der Gegend rumliegen, oder die halben Kisten in der Gegend rumliegen, das ist ein bisschen, das wurmt mich ein bisschen. Aber wie gesagt, da bin ich gerne auf eure Vorschläge gespannt. Und jetzt, Usage. Ich hoffe, ich habe... genug Pisten. Nein, ich habe nicht hier. Hoppa, so. Davon brauchen wir jetzt eh eine Menge, glaube ich, für die. Komm, bauen wir gleich mal 32. Rezept. Nicht die Sticks, die hier. Rezept. So, 5 Stück. Dann brauchen wir noch die. Add Applied. Wir haben Engineering, dann brauchen wir noch die Calculation. Das ist, glaube ich, das ist Silikon. Du kommst dahin, weil da kommt Calculogic, ist Gold. Und das ist Pure Silikon. Gold, Gold, Gold. Dia. Jetzt brauche ich noch Pure. Genau, so. Dann, da ist schon Pulsating. Binder. Habe ich auch schon mal ein bisschen was vorbereitet, weil ich oben mit Redstone-Kabel rumgespielt habe. Add Ender Filter. Ich hätte gerne einen Basic Item Filter. Ich habe kein Papier. Aber ich habe Sugarcane, das weiß ich. Oh, ich habe nicht genug Sugarcane. Ich habe Reis. Ein bisschen was zumindest.
Bilder, nee, wir brauchen eigentlich noch ein mehr. Habe ich echt kein Sugarcane dabei? Nee, habe ich alles in Zucker verwandelt. Paper. Gibt es da nicht irgendwie ein Rezept, an dem man aus Woodpulp rankommt? Nicht so wie ich das. Woodpulp. Konnte man das. Sawdust ist die Precision Sawmill. 25%ige Chance, dass sowas rauskommt. Dann habe ich ein Problem. Erstmal, dass es schon wieder Nacht ist. Weil ich habe nämlich kein Sugarcane angesetzt. Was zum Problem werden könnte. Mal gucken, vielleicht finden wir hier unten irgendwo was. Ist ja eher so ein. Ah nee, es ist eher so ein Matschgebiet, ne? Ja. Schauen wir mal. Ah, da ist noch ein bisschen Reis. Wir können dazu noch Reis farmen. Ist ja auch nicht so wild. Weil Reis geht ja auch. Ich glaube, ich brauche 4 Filter, glaube ich, brauche ich. Und hier gibt es ganz schön viel Reis. Was hebe ich denn hier die ganze Zeit auf? Ach, das sind die kleinen Mistviecher da unten. Die haben mich ganz schön erschreckt. Ich weiß gar nicht, die Folge, glaube ich, habt ihr gesehen, ne? Wo ich da von den Viechern attackiert wurde. Gehen wir mal kurz auf den Baum. Wie viel Reis haben wir jetzt? Ja, geht hier gar nicht. Damit. 21, das wären 7 mal 3. Ah, wir holen jetzt auch 2-3 Stück. Und dann muss ich gucken. Also ich kann ja auch mal gucken, ob ich Reis angepflanzt habe. Ich habe doch mein Reis schon gewachsen. Ich habe doch Reis angepflanzt. Ich hält. Nö, dann fliegen wir zurück. Da übrigens war gerade meine erste Basis, die ich überlegt habe, da reinzugehen. Aber da ist dann, seht ihr, wäre wieder sehr viel Terraforming nötig gewesen. Und da habe ich keinen Bock drauf gehabt. Dann bin ich hier weitergelaufen und dann kam da vorne das in den Blick. Also der da, nicht das da. Das da habe ich ja gebaut. Das da. Das dahinter. Und die beiden besuchen wir auch noch irgendwann mal. Die beiden. Da sind nämlich noch Spawner drin, die will ich aber gerne so lassen. Wir wollten mal gucken, ob mein Reis gewachsen ist. Nein, mein Reis ist nicht gewachsen. Eine Enderperle. Und dürfte dann Nummer 20 sein. So. Ach, verdammt. Geht das echt nur so? Hm, tatsächlich. Oh, das war... Okay. Basic Item Filter. Rezept. Ja? Ach man, ich das ja mal erst sortiert. Nee, ich brauche 5. Schade. Okay, gut. Dann gehen wir nach unten. Halt, ich brauche noch ein paar Kabel. Add applied. Rezept. Oh. Rezept. So. So. Was sagt die Time? Ja, das ist okay. Das ist alles noch im Rahmen. Wir sind hier. Ja, dann gehen wir erstmal hier. Also es wird sowieso nachher noch alles, wenn ich dann das ME-System vernünftig am Laufen habe. Ich will halt jetzt primär für die... Ach, da steht übrigens eine Peace Candle, habe ich noch gefunden. Aber wie gesagt, ich glaube, die funktionieren nicht. Cable. Wo sind die hin? Da sind sie. So. Mit Ö. So, dann kommt Numero Uno.
kommt hier hin. Machen wir das. Wie machen wir das? Will ich es kompakt haben oder will ich es. Nee, ich will es nicht kompakt haben. So, dann kommt Nummer 1, 2, 3, 4. Warte mal, das ist Silikon. Logic. Engineering und Calculation. Sup. Hätten wir das auch. Ich brauche noch Crate. 1, 2. So. Und zwar eine hier und eine hier. Und ich brauche mehr Platz. Sup. Bräuchte ich eigentlich noch mal ein paar Fickelchen. So und so. Gut, dann läuft. Von hier nach hier, nach hier, nach hier, nach hier. Und das war richtig. Auf Kanal grün, das ist okay. Gut. Dann kommt hier Filter Nummer 1 für Pure Certus Quartz als Whitelist. Insert natürlich. Insert. Dann kommt hier. Nicht du. Ups, jetzt habe ich den Diamanten weggeschmissen. Zack. Kommst hier im Filter der Diamant. Auch auf Insert. Dann kommt hier auf Whitelist Gold. Auch natürlich Insert. Und hier kommt auf Insert Filter. Silikon. So. Sieht auch cool aus. Testen wir es aus. Zack. Und du bist Extract, always active. Und alle funktionieren. Zack. Und hier kommt jetzt Insert, nicht Extract. Hier kommt Extract, Always Active, Extract, Always Active, Extract, Always Active und Extract, Always Active. So, jetzt landen hier die drinne. Jetzt brauchen wir natürlich noch, was ich hier in der Tasche habe, genug jede Menge Redstone. Cobblestone. Der auch hier reinkommt. Und dann zack, zack. Nein, das wollen wir nicht. Genau das wollen wir nicht. Kappen wir hier. So. Und auf der Rückseite hier Extract, hier Insert. Und auf der Rückseite genau umgedreht. Ich weiß, ich könnte das auf, zwar auf, ja, machen wir blau. Insert auf blau. So. Da werden jetzt die Dinger produziert, sofern wir den hier auf Always Active stellen. Und boom, haben wir einen Logic-Prozessor, der jetzt eigentlich exportiert werden sollte, wenn hier eingeschaltet wäre. Hier ist nämlich nicht eingeschaltet. Always Active. Zack. Und da uns jetzt das Silikon fehlt, gehen wir jetzt mal hin. Silikon. Kommen hier zwei Stacks rein. Dann kommt Gold. Ein halber Stack. Dias. Ein halber Stack. Und Pure. Auch ein halber Stack. Die werden jetzt produziert.
So, das ist unsere halbautomatische Chip-Produktion. Das werde ich jetzt weiter befeuern. Und wir sehen uns in einer nächsten Folge wieder, wenn wir dann hoffentlich das AE-System in Betrieb nehmen können, mit genug Stauraum, dass es auch die ganzen Sachen vom RS-System übernehmen kann. Aber das werden wir dann nächste Folge sehen. Und bis dahin, Freunde, gehabt euch wohl und bye bye.